Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Popshow. Diesmal habe ich wieder so viel zu zeigen, dass ich gar keine Zeit habe für eine lange Introduction. Deswegen geht's gleich los. Hier, schaut euch das mal an. Das Ding ist doch Hammer, oder? Walgreens Exclusive. Wir haben den gesehen und dachten, boah, das kann gar nicht sein. Der kann nicht echt sein. Die Hände sind irgendwie verkehrt. Aber er ist tatsächlich echt Walgreens Exclusive. Es gibt auch noch einen Anakin dazu. Den habe ich jetzt zwar schon als Foto gesehen, aber noch nicht so richtig als Glamshot. Deswegen erstmal nur den General Grievous. Der ist wirklich geil. Also da freue ich mich drauf. Ich sammle Star Wars Pops jetzt nicht mehr ganz so dolle, nur noch die Sets da hinten. Aber den muss ich unbedingt haben. Das ist ganz, ganz klar. Keine Frage. Keine Panik. Walgreens Exclusives kommen auch alle problemlos nach Europa. Zumindest war das bisher immer so. Also den dürfte jeder ganz normal kriegen. Also keine Sorge. Ja, geiles Ding, auf jeden Fall. Ja, da haben wir schon mal mit einem Highlight angefangen. Machen wir mit etwas anderem Coolen weiter. Red Sonja, ich habe sie, glaube ich, schon mal gezeigt. Ich weiß es gar nicht genau, vielleicht habe ich sie auch rausgeschnitten. Red Sonja als Previews Exclusive. Das heißt eigentlich nur, dass die bei Comic Shops normal zu kriegen sind, aber auch die werden überall zu kriegen sein. Hier ist Red Sonja mit Blut im Gesicht als Funko Pop. Falls ihr Red Sonja nicht kennt, es gab da in den 80er Jahren mal einen ganz, ganz grottigen Film mit Brigitte Nielsen und Arnold Schwarzenegger. Also unbedingt mal nachholen, falls ihr nicht geguckt habt. Der ist ganz schön schlecht. Basiert tut das Ganze auf Comics und zwar von dem Macher von Conan. Jawohl, und wo wir gerade bei Conan sind, den gibt es natürlich auch, guck mal hier, und zwar in zwei Ausführungen, ne? Conan der Barbar, einmal in seiner Maskierung und einmal ganz normal als blutiger Conan, auch beide Previews Exclusive. Sehr geil, finde ich genial, freue mich auch irgendwie drauf, weiß ich jetzt nicht, ob ich mir die holen soll, weil die halt diese Standardpose haben, ne? Ich glaube, Conan habe ich euch auch schon mal gezeigt, aber noch nicht als Glamshot. Wie gesagt, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das Stück rausgeschnitten habe oder nicht. Na, mal lieber zeige ich euch natürlich die Glams. So auch von dem hier. Na, ich glaube, den haben wir sogar letzte Woche erst gehabt in einem relativ schlechten Bild. Hier haben wir ihn jetzt mal in groß. Steampunk Batman von Hot Topic als Exclusive. Sehr geil. Finde ich sehr, sehr geil. Vor allen Dingen, weil das mal ein anderes Batman-Mold ist. Na, das sieht noch ein bisschen anders aus als das, was man so kennt. Dann haben wir neue Harry Potter Pops. Ich habe sie letzte Woche schon gezeigt, das weiß ich. Allerdings alle auf einem Bild. Jetzt zeige ich sie nochmal einzeln. Allerdings relativ schnell hintereinander. Wir haben nicht so viel Zeit bisher. Ne? Wir haben also einmal Harry Potter mit Zauberstab und der Prophezeiungskugel. Wir haben Minerva McGonagall. Auch sehr, sehr cool, obwohl sie etwas jung wirkt. Die haben sie ein bisschen zu jung gemacht. Dann haben wir Lucius Malfoy. Auch sehr, sehr cool gelungen irgendwie. Man erkennt ihn irgendwie schon sofort mit seinem Stäbchen da, mit dem Kopf, mit dem, was ist das, ein Wolfskopf oder so, oder ein Schlangenkopf. Ich glaube, Schlangenkopf wird es gewesen sein, ne? Slytherin und so. Passt ja da seine Schlange dazu. Dann Mad-Eye Moody, der sieht in Großaufnahme auch richtig cool aus, mit den ganzen Narben und hier, ne, dem Riss in der Nase und so weiter und seinem krassen Auge, das er hat. Finde ich sehr geil gelungen. Dann haben wir den hier, das ist Fred. Den haben wir letztes Mal noch nicht gezeigt, weil der letztes Mal aus irgendeinem Grund noch nicht auf dem Bild war. Und George ist nämlich auch dabei, den ich letztes Mal bei dem kleinen Mini-Bildchen fälschlicherweise als Ron bezeichnet habe. Das ist natürlich nicht Ron, das ist George. Gibt's jetzt endlich. Super. Geil. Na, dann haben wir noch Dolores Umbridge, die auch sehr, sehr cool gelungen ist irgendwie. Also zumindest der Filmversion sehr ähnlich sieht. Na, in den Romanen sah sie noch ein bisschen anders aus. Zumindest wurde sie etwas anders beschrieben. Und dann haben wir hier noch Bellatrix Lestrange. Auch sehr, sehr cool. Finde ich auch sehr geil gemacht. Gefällt mir sehr gut. Also die Harry Potter Pops, die werden besser und besser. Ne? Und wo wir bei Harry Potter Pops sind, guck mal da. Die zeige ich jetzt nochmal einmal so komplett, weil ich da auch nicht die Einzelglam-Shots wirklich habe, sondern nur dieses komplette Bild. Da sind die ganzen Exclusives drauf. Guck mal, da haben wir ganz viel Hot Topic. Da haben wir, ne, was haben wir da noch? Hot Topic haben wir ganz viel. Ja, wir haben auch noch Target. Ne? Und die sehen alle herzallerliebst aus. Also ich stehe total auf den Harry mit der Hedwig. Den finde ich ziemlich genial und da könnt ihr auch mal schwach werden. Dann haben wir hier so eine, ne, Azkaban, Bellatrix Lestrange und einen Todesesser Lucius Malfoy und nochmal Harry und Ron mit Pullovern, wo ihre Namen drauf, oder der Anfangsbuchstabe ihres Namens drauf ist. Ganz, ganz schräg. Das ist seltsam. Ja, gut, kommen wir zur nächsten Sache. Das sind die Mystery Pops von Hot Topic. Ja, da gab es jetzt zu Movies und Horror neue Mystery Pops. Und die sind jetzt bekannt, schon länger. Ich glaube, ich habe sie auch schon mal gezeigt, aber eben halt auch keinen vernünftigen Glamshot. Hier haben wir sie jetzt mal in ihrer Packung. Das ist einmal Beetlejuice mit den Klamotten von dem anderen Typen halt an, wo er sagt, ey, wir sind doch Brüder. Ne? Kennt ihr? Dann gibt es einmal Jason Voorhees, obwohl das eigentlich nicht ganz stimmt. Ich spoilere euch jetzt den Film ein Stück weit, wenn ich das jetzt erzähle, aber das ist Jason aus, ich glaube, Part 4. Und das ist dann eigentlich nicht der richtige Jason.
Ne? Ne, sondern das ist der große Twist. Oh, ich habe den Twist verraten, aber bei einem 30 Jahre alten Film, da kann man das auch mal machen. Ne, ist er 30 Jahre alt? Ich weiß es gar nicht. Doch, müsste eigentlich. Müsste ca. 30 Jahre alt sein. Ne, deswegen sieht er anders aus. Das ist auf jeden Fall der Jason mit den blauen Strichen auf der Maske. Ne, der normale hat immer eine Maske mit roten Strichen, der hat jetzt hier blau. Ist natürlich ein easygoing Remake sozusagen von dem Michael Myers Pop. Da haben sie einfach denselben Körper genommen, ne, mit dem Jumpsuit und dem Messer und haben dem eine andere Maske gegeben. Finde ich aber trotzdem ganz cool. Ich stehe drauf und den möchte ich eigentlich auch ganz gerne haben. Ich hoffe, die kommen dann auch in die europäischen und deutschen Shops. Bis jetzt ist nichts angekündigt, aber wir werden sehen. Dann haben wir Pinhead in einer neuen Pose, wie er jetzt so da steht, jawohl. Und der ist sogar glow in the dark, der leuchtet im Dunkeln. Das ist dann richtig gruselig, wenn man den im Regal stehen hat. Finde ich sehr cool. Und einmal Alex Delarge aus Uhrwerk Orange, dem Kultfilm, ne, wo er I'm Singing in the Rain singt und... Ne, den einen Typen da zusammentritt und das mit seiner Maske, mit dieser Pinocchio-Maske sozusagen. Finde ich auch sehr, sehr cool. Das ist der Chase. Das heißt, die anderen sind 1:3 in diesen Boxen, ne, und der ist 1:8. Ja, also etwas seltener und von daher passt das auch. Ja, dann haben wir hier ganz viel Neues zu Moana. Ich sage jetzt Moana. Der Film heißt auf Deutsch anders, weil Moana ging wohl nicht. Da gab es wohl irgendwie eine Pornodarstellerin, die diesen Namen schon hat in Deutschland. Und ihr kennt das mit Markenrechten. Ja, da ist das in Deutschland sehr gefährlich. Und Disney kann das nicht alles aufkaufen, weil das weltweit einfach auch zu teuer ist, überall die Rechte zu kaufen. Deswegen haben sie den umbenannt. Und ich glaube, irgendwas mit V. Der Film heißt jetzt Viviana oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall heißt der nicht mehr Moana. Aber die Figuren sind ganz cool und die kriegen das totale Funko-Treatment. Hier seht ihr schon eingeblendet Moana mit Pua. Ja, da ist da wieder so ein kleiner Mini-Pop mit dabei. Das ist ein kleines Schweinchen. Ja, das ist die Hauptfigur des Films. Dann, also nicht das Schweinchen, sondern Moana. Dann gibt es Maui mit seinem, ja, was hat er hat, keine Ahnung, mit seinem Haken. Auch ziemlich cool. Ja, und jetzt im Prinzip wiederholt sich das jetzt alles nochmal, das sind alles nochmal dieselben Figuren. Die dritte Popfigur, die offiziell in dieser Reihe rauskommt, ist die junge Moana, wie sie da halt dasteht in ihrer kurzen Höschen, in ihrer kurzen Höschen, ja, mit der Blume im Haar und dem kurzen Höschen da sozusagen. Ich weiß nicht, ob es noch eine Windel ist, keine Ahnung. Dann gibt es Exclusives, ganz, ganz viele. Die sind momentan auch noch nicht für Europa angekündigt, aber es kommt noch, keine Sorge. Wir haben die Walmart Voyager Moana, wo sie dann halt den Blumenkranz im Haar hat. Dann haben wir Hot Topic Toddler Moana, wo sie als kleines Baby halt da ist und sitzt. Den finde ich sehr niedlich. Der ist auch schon bei Hot Topic erhältlich momentan. Also schon ganz, ganz niedlich. Dann gibt es bei Target noch eine Moana mit einem Paddel. Ja. Weiß ich nicht. Der Film kommt ja auch erst noch raus. Der ist halt noch gar nicht raus, deswegen kann man noch gar nicht wirklich viel zu sagen. Ich habe hier ein Haar auf der Brille. Das stört mich total. So. Dann haben wir hier nochmal den Maui. Der ist BAM-exclusive, jawohl. Der ist eigentlich nur von daher anders, dass die eine Armhaltung anders ist. Ne? Also der hat irgendwie einen Arm anders gedreht. Das ist alles. Kann man mal machen, so ein Exclusive, ne? Ist ja auch toll. Scheinbar spielen in dem Film ja auch nicht so viele Figuren mit, weil es immer nur diese beiden gibt. Dann gibt es ein Set, das finde ich sehr interessant, das sieht sehr cool aus. Das ist offiziell nicht exclusive, zumindest habe ich es nirgends gesehen, dass da irgendwo dran stand, dass das irgendwo exclusive ist bei irgendeinem Shop. Das ist auf jeden Fall Moana mit Kakamo, jawohl, diesem kleinen Viech, was das auch immer sein soll. Finde ich sehr, sehr witzig. Sie macht irgendwas mit Wasser. Keine Ahnung, ob die irgendwelche Zauberkräfte hat. Ich habe den Trailer zu dem Film ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen, deswegen weiß ich da noch nicht wirklich viel zu. Aber da kommt halt alles raus. Ne? Auch hier Keychains, einmal Moana als Pocket Pop Keychain und einmal Maui als Pocket Pop Keychain. Dann kommen Dorps-Figuren dazu raus. Auch da gibt es wieder Exclusives. Schaut euch die an. Das ist einmal Maui ganz normal als Dorps. Dann Maona als Dorps ganz normal. Und dann gibt es nochmal die Voyager Moana von Hot Topic mit der Krone aus Blumen sozusagen, also die ist auch noch mit dabei. Und GameStop hat auch noch ein Exclusive, und zwar haben die den Dorps Ride, und zwar ist das Maona mit Hi-Hi, das ist der kleine Papagei, der da noch hinten mit drauf sitzt, oder der kleine Paradiesvogel oder was das auch immer ist, und die hat dann ihr Kanu da sozusagen, oder wie heißen die diese Dinger, ist das ein Kanu oder ist das irgendwie so ein Doppelkanu, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und zu guter Letzt, nein, gar nicht zu guter Letzt, das stimmt überhaupt nicht, gibt es auch noch Mystery Minis dazu. Die sehen teilweise ganz, ganz niedlich aus. Da sieht man dann auch mal, dass es tatsächlich noch ein paar andere Figuren gibt in dieser Reihe. Also einige Tiere, die da noch sind und so weiter und so fort. Aber auch hier ist das Credo offensichtlich, die Hauptfiguren
hauptsächlich zu zeigen. Und eine Rock Candy Figur haben wir hier auch noch dazu. Die ist auch sehr, sehr gut gelungen. Die Rock Candy Figuren stehe ich ja sowieso total drauf. Ich habe einige auch schon zusammen und auch schon zwei wieder vorbestellt. Da kommen wir auch gleich noch zu. Da kommen nämlich noch neue raus. Und ganz, ganz toll. Ich finde die cool. Zu Moana muss ich die jetzt aber nicht haben. Ne? Also ich bin zwar Disney-Fan, aber eher so Classic Disney. Ne? Also mein liebster Disney-Zeichentrickfilm ist, glaube ich, ja, The Black Cauldron. Jawohl, ne, mit Henwin, dem Schwein, und ne, weil der war ziemlich düster und so, ne, und so Hexe und der Zauberer, sowas mag ich gern. Also das sind so meine Filme, und Robin Hood war mein Liebster, glaube ich, das war mein allerliebster. Doch, Robin Hood ist, glaube ich, mein allerliebster Disney-Klassiker. Egal, ich schweife ab, wir haben noch gar keine Zeit. Luke Cage, habe ich mir angeguckt, die Serie von Netflix. Sehr, sehr cool eigentlich, wobei ich die anderen Serien besser fand. Also man kann das gucken. Die Handlung dümpelt so ein bisschen vor sich hin, die Charaktere sind aber sehr, sehr cool. Also das ist auf jeden Fall sehr gut gemacht. Die Musik, da muss man mögen, wenn man Jazz gut findet und Rap und Hip-Hop, dann ist das okay. Das Titellied ist aber sehr catchy. Also ne, Serie, müsst ihr gucken, wenn ihr Bock habt auf Marvel-Serien, das ist ein bisschen was anderes. Das ist halt wieder eher eine Krimi-Serie, würde ich mal fast sagen. Ne? So eine Gangster-Serie kann man machen. Ist jetzt aber nicht so die Superhelden-Serie, finde ich. Passt aber ganz gut, kann man machen. Ne? Und da gibt es halt zwei Figuren zu, mehr oder weniger. Das eine ist der Luke Cage aus der Netflix-Serie, das ist der, ne, der normal aussieht. Und der andere hier ist eindeutig der Power Man aus den Comics. Gibt es auch in der Serie so mal zu sehen, in Anführungsstrichen, so zumindest so Hommage-mäßig, aber ne, er rennt da eher so rum, ganz normal halt mit einem Hoodie meistens unterwegs, wo immer Löcher drin sind, weil er angeschossen wird. Egal. Zu einer anderen Serie gibt es noch zwei Pops. Da waren wir uns gar nicht sicher, ob noch irgendwas kommt, denn lange, lange Zeit hieß es nämlich, ah nee, nur Comic-Con-Exclusives. Und da kamen auch nur so Comic-Con-Exclusives und alle so, nee, ich will auch eine haben. Das ist nämlich Liv Moore, ja, wohl Liv Moore von iZombie. Und da gibt es jetzt tatsächlich noch zwei normale. Das ist einmal sie mit der Brille auf und dem Knochenschneider. Sehr, sehr cool. Und einmal sie mit einem Gehirn auf jeden Fall. Ne, ihr kennt das aus der Serie, wenn ihr die Serie guckt. Sie ist halt ein Zombie geworden, arbeitet in einer Leichenhalle oder in der Forensik irgendwo auch ein Stück weit. Ne, eigentlich mehr in der Leichenhalle. Aber auf jeden Fall ist sie auf jeden Fall mit dabei. Und immer wenn sie so ein Gehirn frisst, das passt ja gut, da sie dann in der Leichenhalle arbeitet, kann sie dann halt ab und zu mal Gehirne fressen, kriegt sie die Erinnerung von den Leuten und die Verhaltensweisen auch teilweise, was halt teilweise für sehr witzige Situationen sorgt. Ist eine ganz coole Serie, solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken. So, jetzt kommen wir zu was ganz Altem, jawohl. Und zwar ist das Audrey Hepburn ne, von Breakfast at Tiffany's als Holly Golightly. Die hieß so, ja, früher haben die Leute in den Filmen noch seltsamere Namen gehabt. Ist das so aus Breakfast for Tiffany's, ne, Audrey Hepburn. Kann man auf jeden Fall mal machen, finde ich cool. Gerade für Classic-Movie-Fans eine ganz, ganz tolle Sache. Da gibt es sicherlich einige, die es toll finden werden. So, dann kommt was anderes, was ich wieder ganz toll finde. Das sind nämlich Rock-Candy-Figuren. Jawohl, die ersten paar gab es nur zu DC. Jetzt gibt es welche zu Marvel. Guckt mal hier, hier haben wir gleich, ne, Captain Marvel als Rock-Candy-Figur, auch schon mal sehr cool, wie sie da steht. Also die sind sehr, sehr gut gelungen. Dann haben wir She-Hulk, auch ziemlich genial. Dann das absolute Highlight, Female Thor, ja, von Secret Wars. Die sieht richtig, richtig gut aus. Die habe ich jetzt auch schon vorbestellt, sozusagen. Dann einmal Spider-Gwen, ne, nur wo sie die Kapuze auf hat. Die habe ich mir auch vorbestellt, weil Spider-Gwen ist cool. Und da gibt es tatsächlich noch zwei Exclusives. Und zwar ist das einmal Spider-Gwen mit Spider-Man-Maske auf sozusagen, also Spider-Gwen-Maske. Ja, und dann einmal da She-Hulk als Glow-in-the-Dark. Da muss ich, glaube ich, auch noch die Gwen haben. Die muss, glaube ich, noch mit sein. Da muss ich mal gucken. Die wird hoffentlich dann auch irgendwann nach Europa schwappen, aber momentan sind die noch nicht vorbestellbar. Nur die anderen vier. Sollt ihr auch mal antun. Also die Rock-Candy-Figuren sind geil. Die sehen richtig, richtig cool aus. Finde ich sehr genial. So, dann kommen wir zu was anderem Kultigen. Und zwar für die Japaner ist das kultig. Die stehen da total drauf. Ne, kennt ihr vielleicht schon, habe ich auch vor Monaten schon mal in der Show gehabt. Da gab es nämlich die ersten zwei Figuren dazu. Es gibt einen neuen Pop zu Gudetama. Gudetama ist, ja, das ist kein hässliches, fieses Monster. Nein, das ist ein Spiegelei. Jawohl, ja. Hier gibt es eine neue Figur, ein neuer Pop dazu. Der sieht auch so aus, als wenn der etwas irgendwie anders ist. Irgendwie, ja? Die Verpackung ist irgendwie anders, weil der so lang ist, haben sie die Verpackung wieder gedreht. Das haben sie schon mal gemacht bei dem einen Dark Crystal Pop, da ist die Verpackung gedreht. Ne? Das ist einfach nur so einmal um 90 Grad gedreht. Sieht dann natürlich bescheuert aus im Regal, aber wenn man da zwei von hat, ne, dann müsst ihr also jetzt den von Dark Crystal besorgen. Und hier Gudetama ist ein Hot Topic
Exclusive, wie die anderen gute Tamas auch. Aber ne, die Leute stehen drauf, irgendwie finden die das Ei total geil, obwohl das echt fies aussieht, wenn man sich mal das mittlere Bild anguckt. Egal, was soll's. Ja, dann haben wir das hier noch, das ist BAM Exclusive, das ist Rumpelstiltskin als Gold-Version. Warum der sein muss, weiß kein Mensch, aber ist halt so, ne, Once Upon a Time, die Pops, weiß gar nicht, ob die sehr beliebt sind. Die Regina im Kleid damals bei der San Diego Comic Con, glaube ich, war relativ beliebt, aber das jetzt hier, ja, weiß ich nicht, ob sich das Leute wollen. Ne? BAM, ich weiß auch gar nicht, ob man da so ohne weiteres rankommt und ob die auch nach Europa schwappen. Früher oder später werden sie es. Wie gesagt, alle Pops schwappen irgendwann nach Europa. Es dauert noch manchmal ein paar Monate. Aber keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob die Serie noch so relevant ist, dass da wirklich Fans sind, die das unbedingt haben wollen. Aber egal, es gibt ihn auf jeden Fall. Rumpelstiltskin von BAM als Exclusive. Könnt ihr euch holen, wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr rankommt. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Boah, lange Rede, ne? Viel Sinn, ne? Nicht kurzer Sinn, weil viel Sinn dahinter steckt. Hier, schaut euch das mal an. Letztes Mal haben wir schon gespoilert, da gab es die Titanfall 2 Figur aus der Mystery Box, die jetzt kaum noch Mystery ist, von GameStop aus den USA. Und hier seht ihr nämlich zwei weitere Sachen. Es wurde schon angekündigt, dass vermutlich was von Gears of War drin ist. Und so ist es auch tatsächlich. Guckt euch das an. Das ist ein richtig, richtig geiler Pop von Gears of War. Der sieht hammercool aus. Ich finde den richtig genial, obwohl ich die Serie noch nicht mal sammeln will, finde ich den sehr genial. Zusammen mit dem Titanfall 2 Pop könnt ihr da nichts falsch machen, wenn ihr euch die Box besorgt. Und es gibt hier noch einen Pocket Pop, ne, auch zu JD Phoenix ist das, glaube ich, auch zu Gears of War, sehr, sehr geil. Also, ne, egal was da noch drin ist in der Box, die ist auf jeden Fall ihr Geld wert. Hammergeil. So, das war's. Wir haben eine Tonne Zeug gehabt. Sorry, wenn ich heute so gerusht habe, aber das war einfach so viel, dass ich die Sendung sonst nicht in derzeit untergebracht hätte und ich wollte sie nicht wieder aufteilen auf zwei Shows. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem einigermaßen Spaß, mir dabei zuzuhören, wie ich euch diese Sachen hier vorstelle. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, liebe Leute. Tschüss!